Oh, moin Leute, heute wieder standesgemäßige Runde mit Kenny, kleines Lauftraining. Auch er muss seine Kondition aufarbeiten. Und dann habe ich mir richtig so einen feinen Snack gemacht. Thunfisch mit Möhren. Hätte auch nicht gedacht, dass es schmeckt. Hab's einfach mal gemacht, weil ich hatte nichts anderes im Kühlschrank und ich bräuchte was mit Proteine. Ich habe mal so einen kleinen Geschmackstest gemacht. Ich musste sagen, ja gut, aber etwas hat noch gefehlt und zwar ein bisschen Gewürze. Und dann habe ich ein schönes, feines Fischgewürz vom Foods Best genommen, nochmal richtig umgerührt das Ganze, ein bisschen noch was nachgemacht haben. Ja, ein bisschen intensiver das Ganze und dann muss ich sagen, wow, Leute, war top. Und dann ging es auch gleich weiter. Beim Müll rausbringen sind auch die Leute von Vibo angekommen. Immer ein Grad besser. Was ist Vibo? Vibo ist eine Firma, die verbauen Heizkörper. Aber nicht irgendwelche Heizkörper, sondern die mit Strom versorgt werden. Das heißt, du sparst dir die ganzen Wasser- und Gasleitungen. Den ganzen Stress hast du nicht mehr. Da können Sie mir auch was zu trinken bringen? Die Kugel kurz von da ist kein Problem. So, das ist hier die Heizung, die auch wirklich aussieht wie eine Heizung, obwohl sie mit Strom versorgt wird. Und natürlich hatten wir da eines Kundengespräch, damit die richtige Elektroheizung gemeinsam identifiziert wird. Verstehst du, was ich meine? Insbesondere wegen der Leistung, dass sie möglichst wenig Strom verbraucht. Ich meine, das ist ja ganz Sinn der ganzen Sache, oder? So, jetzt kommt hier nochmal ein kleiner Kabelkanal hin. Dann wird das Kabel verlegt hier. Und dann haben Dann haben wir nochmal unsere Kammer ausgeräumt, damit wir das Kabel durch die Wand verlegen können, anstatt einen Kabelkanal legen, der dann irgendwie ja optisch nicht ganz so geil aussieht, ne? Ja, weil Daniel hat ja mitgedacht, als er hier den Dachboden gemacht hat. Da sind zwei Griffe auch extra. Einmal Bauch einziehen, das kriegen wir schon. Frage ist, guck mal, da hat der die ganzen Platten hingeschnoddert, der Eumel. Guck mal, der war zu faul, das in Müll zu schmeißen. Ja, so sind die Handwerker, weißt du? Bezahlt volles Geld. Und hintenrum ist hier der Müll gelagert dahinter, ne? Der gute Herr hatte die Idee gehabt, anstatt einen Kabelkanal zu verlegen, einmal hintenrum und zack. Oh, ich war trotz allem natürlich der Vorarbeiter. Jetzt haben wir's. Also hält dich schon aus. Guck mal, richtiger Athlet hier. Hätte ich nicht gedacht. Wie, ist jetzt schon die Heizung warm, oder was? Die Heizung funktioniert. Also gerade festgeschraubt hier. Oha, kommt ja richtig Wärme raus, direkt. Das ist der Vorteil dann wieder, ne? Ja, hier. Das kommt genau gesteuert. Ich kann mich noch früher erinnern, in meiner ersten Wohnung, Nachtspeicherheizung, da musste ich mal einen Tag warten oder so. Und dann musste ich einmal 800 Euro nachts zahlen. Musste ich das Geld von meinem besten Kumpel ausleihen, Marc heißt er. Habe ich ihn nach einem Jahr oder so, konnte ich das erst zurückzahlen. Das ist echt heftig gewesen, ey. Ah, da war ich 17. Erste Wohnung. Max heißt er, ne? Ja, dann vielen Dank, das ist super, so echt gut schnell geklappt hat. Ja, cool. Was soll ich sagen, Leute? Firma Vibo 1A, die haben uns echt vieles erspart. Einmal ranhängen, anschließend, bupp, fertig. Wenn ihr auch sowas haben wollt, swipet sehr gerne mal ab. Nutzt den Gutscheincode FLYINGUWE, entweder telefonisch oder ihr werdet direkt per Link so getrackt, dass wenn ihr eine Anfrage stellt, dass ihr natürlich auch direkt 10% bekommt. Ja, und so konnte ich dann ganz zufrieden mit meiner Tochter nochmal eine Radtour durch den Sonnenuntergang machen. Ja, danach gab es erstmal eine kleine Massage von mir. Ihr kennt das ja, wenn man als Kind wächst, tut alles immer so ein bisschen weh. Und dann haben wir noch ein paar Gesellschaftsspiele gespielt. Hast du ein Schnurrbart? Nope. Nein, ich habe noch zwei zur Auswahl. Hast du was auf dem Kopf? Ja. Ich glaube, ich muss Du riskierst? Aber ich habe zwei Versuche. Okay, zwei Versuche hast du. Ich habe zwei Versuche, Papa. Nein. Das geht doch. Was? Okay, hast du ein... Hast das du geht doch. Okay. Eine Brille auf, okay? Ja. Aha, ich weiß, wer du bist. Wer denn? Die alte Oma. Genau, die bin ich. Das ist die gute Anne. Das war dann auch so der restliche Tag, ne? Vollkommen zufrieden. Heizung hängt, Wärme ist da, der Winter kann kommen. Meine Lieben, könnt ihr mir den Gefallen tun? Ich habe gerade ein Bild von meinem Kumpel und mir, Vin Diesel, ein paar Bilder gepostet. Und diese Bot-Kommentare, könnt ihr die bitte kaputt treten, aus dem Kommentarfeld rauskicken? Tut mir bitte den Gefallen. Vielen Dank, Leute, dass ihr mir geholfen habt, die ganzen Bots wegzutreten aus den Kommentarenfeld. Das ist manchmal echt lästig. Und ich möchte euch jetzt mal was zeigen. Es folgen nämlich richtig coole Überraschungen für euch. Jetzt kommt eine dicke, fette Überraschung für euch. Dazu hole ich mal unseren Designer Michi dazu. Und zwar droppen wir am Samstag zu Halloween Punkt 12 Uhr, Leute, die neue Kollektion. Erstmal sind die Jacken dran. Und später kommt noch vieles mehr, sprich Hoodies, Höschen und so weiter und so fort. Ihr seht, ich habe hier eine sehr auffällige Weste an. Michi, möchtest du etwas dazu sagen? Yes, die Weste gibt es in drei Farben, wie ihr seht. Sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Wir haben schöne Details hier im Vordergrund mit Logo und so weiter und so fort. Das Tolle an der Weste ist, ihr seht diese
Markierungen hier. Das ist mit Druck praktisch eingepresst ins Material. Das heißt, wir haben keine Nähte, das heißt, wir haben kein Verrutschen von den Federn, von dem Innenmaterial, dass das irgendwie rauskommt. Also eine ganz, ganz tolle und coole Sache. Das waren die Weste, Leute. Wir haben noch vieles mehr. Das nächste Teil ist diesmal keine Weste, Leute, sondern eine Jacke über die Weste. Und hier was einmal mit dem Hoodie. Genau, also es ist ein wunderbarer, dicker Baumwollstoff, so ein Salt and Pepper nennt sich der. Richtig schön elastisch, richtig schön dick und so. Und wenn es im Winter ein bisschen kühler wird, dann könnt ihr da einfach so, wie der Uwe das gemacht hat, eine Weste drunter ziehen und dann so, das Ding drüber schmeißen. Wenn ihr irgendwo drin seid, ihr kennt das, ach, ist das warm oder was auch immer, oder es ist draußen wieder ein Ticken wärmer, macht man einfach auch lässig, damit man auch sein T-Shirt anbehalten kann. Ich trage nämlich privat immer sehr gerne nur meistens T-Shirt und dann könnt ihr auch so rumlaufen. Ja. Und was mir auch, was ich richtig gut finde, das hast du schon angesprochen, der Stretch, gerade wenn man trainiert ist, der eine oder andere Arm wesentlich dicker ist. Und mein Problem ist halt immer, so dieses, wenn ich anspanne und telefoniere, geht der Arm schon gar nicht mehr hoch. Und hier kann ich sogar die Ellenbogen. Tolles Stück, Leute. Auch wieder eine Jacke, aber auch eher für Regen gedacht, ne? Richtig schönes, dickes Padding in der Jacke. Und da haben wir auch wieder diese tolle Verarbeitung, dass das auf diesen Stoff drauf gedrückt wird und der wird praktisch hier verschweißt. Und dadurch ordnen sich dieses Padding, was innen drin liegt da schön drin und kann nicht aus dem Material raus, so wie man das bei normalen Steppen. Also das behält die Form auch bei einfach. Die Form dabei, genau. Ja. So wie man das bei normalen Steppen eben kennt. Und dann, schönes Detail, wir haben hier wasserdichte Reißverschlüsse. Ne? Sieht man richtig schön. Mhm. Und dann so eine schöne Schleife mit bedrucktem Smilodogs-Logo, um den Reißverschluss einfach auf und zu machen. Und passt ja auch top den Körper, muss ich sagen. Also auch wenn sie zu ist, das sieht irgendwie aus wie ein Sack. Und hier geht es auch nochmal schön eng zusammen wieder. Und hier könnt ihr auch mal ein bisschen mehr drunter anziehen, in einen Hoodie oder so. Da ist mal ein bisschen Platz, aber sie ist nicht so ausladend und so groß. Was hast du dir dabei gedacht? Ich hatte nämlich Design. Das ist so eine Ultra-Light-Jacket. Fühlt sich auch wirklich so wie eine zweite Haut an. Also die ist so richtig leicht, flockig. Ja. Also die soll so ein bisschen einfach im Alltag so ein bisschen eine Jacke mal schnell überschmeißen, dass es ein bisschen kühler wird. Die sogenannte Übergangsjacke. Übergangsjacke, genau. Wir haben da so ein anderes Material am Arm, wie jetzt der Rest. Der Rest ist, wie ihr seht, gesteppt. Am Arm ist so ein schöner Neopren, wasserabweisend. Auch zum Laufen optimal. Oder einfach mal, wenn es ein bisschen kühler ist, schnell was überschmeißen. Kann man auch schön zusammen knütteln. Dann haben wir nochmal die dicke Variante. Für die kalten Tage. Oder das ist auch cool. Bisschen so Bomberschnitt, das finde ich cool. Bisschen selbstbewusster das Ganze hier. Ihr habt gesehen, was auf euch zukommt. Und wir haben natürlich auch was für die Ladies. Der gute Alex ist am Start, der mit seinem Huawei Karriere bei uns gemacht hat. Hast du noch den einen oder anderen Clip, den ich hinterher schmeißen kann? Ja, gar kein Problem. Ich schicke dir direkt zwei. Sehr,